Richtig. Guten Abend, herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin. Mein Name ist Sonja Longolius. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im großen Saal, hier im kleinen Saal und im Livestream zu Hause. Ich möchte mich erstmal in aller Freundschaft bei Ihnen bedanken, dass Sie so flexibel sind heute Abend. Wir wollten ja eigentlich im Garten die Veranstaltung stattfinden lassen, aber so viele von Ihnen haben Interesse gezeigt, heute Abend dabei zu sein, haben damit auch ihre Freundschaft in der einen oder anderen Form zur Autorin, zu diesem Buch, zur Moderatorin, zum Haus gezeigt. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Wir werden heute sprechen über Freundschaft, ein Thema, was gerade in dieser Zeit immer wichtiger wird. Ich denke, vielleicht sind auch deshalb so viele Freunde und Freundinnen hier. Ich freue mich sehr, dass Isabel Graf wieder bei uns ist und ihre Buchpremiere hier und jetzt und heute mit uns allen feiert. Und ich freue mich sehr, dass Helene Hegemann hier ist und den Abend moderieren wird. Mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich freue mich einfach auf heute. Ich übergebe das Wort an Helene und wünsche Isabel alles Gute für dieses schöne Buch. Viel Spaß. Also guten Abend, liebes Publikum. Guten Abend, Isabel. Ich freue mich sehr, hier zu sein, du dich, glaube ich, auch. Und das mag jetzt anmuten wie so ein klassisches Buchvorstellungssetting, einfach weil wir zu zweit auf der Bühne sitzen. Das ist es aber im Grunde nicht. Deswegen würde ich vielleicht ein bisschen ausholen, wie es zu dieser Konstellation überhaupt kam. Und wie ich Isabel in den letzten Jahren wahrgenommen habe, ich kannte sie nämlich nicht besonders gut und ich bin nicht im geringsten vertraut mit ihren kunsttheoretischen Arbeiten. Ich habe sie nur immer miterlebt als eigentlich schon als junger Teenager, als ich selber angefangen habe zu arbeiten oder mich rumzutreiben in diesen Zusammenhängen, galt Isabel Graf immer als eigentlich die hohe Priesterin guter Kunst. Das muss ich wirklich sagen. Und es war immer ganz klar, du bist eine im besten Sinne abgenickte, hochintellektuelle, gut angezogene, autonome Instanz. Und wenn du irgendwo auftauchtest, war das toll und sehr viel mehr wusste ich aber auch nicht. Das reichte im Grunde auch, ehrlich gesagt. Und ich hatte jetzt keine weiteren Beweggründe, mich damit inhaltlich zu beschäftigen. Was dann aber passiert ist letztes Jahr im Lockdown, ist, dass mir zufällig dein letztes Buch in die Hände gefallen ist. In einer anderen Welt heißt das. Und das, du hast dich vorhin draußen schon ein bisschen beschwert darüber, dass es so klein ist. Ich fand das eigentlich ganz toll und hatte mir vorgestellt, against all odds hast du dieses Buchformat durchgesetzt und auch wie es aussieht und irgendwie formatiert ist. Und das hat mich, also wie gesagt, totaler Zufall, dass ich das überhaupt gelesen habe und mich hat das total beeindruckt und mir riesige Freude bereitet. Ich habe es in einem Rutsch durchgelesen, weil das in einer Form geschrieben war, die mir überhaupt nicht vertraut war, beziehungsweise die ich nicht kannte. Also das beschreibst du jetzt im neuen Buch auch ein bisschen. Das war für mich eine total gute, Wechselwirkung von Analyse und Emotion. Ich glaube, da zitiere ich dich auch mit so ein bisschen. Und das waren im Grunde kurze Texte, viele von Ihnen werden das sicher auch gelesen haben oder vertraut damit sein, aber zur Wiederholung, kurze Texte, Alltagsbeobachtungen, die sofort wieder ins Theoretische abdriften und das in einem perfekten dialektischen Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen. Und es hat mir total Spaß gemacht. Ich habe es angefangen, einer guten Freundin von mir so adventskalendermäßig jeden Tag vorzulesen, was im Lockdown auch eine große Freude war. Und dir dann relativ grundlos geschrieben, ich habe deine Mailadresse rausgefunden, um dir zu schreiben, dass mir das Buch so eine Freude gemacht hat. Ohne jeden Hintergedanken oder ohne jeden Moment von, wir müssen jetzt mal irgendwie eine Geschäftsbeziehung miteinander eingehen, das wird mal Zeit. Und das hing damit zusammen, glaube ich, dass man im Lockdown sowieso Zeit für sowas hatte oder auch irgendwie besonders darauf achtete, mit wem man sich jetzt auseinandersetzt oder wer einem wirklich emotional weiterhilft, auch aus der Ferne, ohne dass man ihn kennt. Und ein paar Monate später hast du mich im Grunde gefragt, ob wir das hier jetzt gemeinsam machen. So. Und dadurch, dass ja jetzt dieses Freundschaftsbuch erschienen ist, vom Nutzen der Freundschaft, und du da aufgrund deiner Auseinandersetzung damit Profi sein müsstest, wäre eigentlich meine erste Frage, in was für einem Verhältnis wir zueinander stehen. Das würde mich jetzt interessieren. Super. Super Einsatz. Ich möchte ganz kurz vorab auch nochmal Sonja Longolius und dem Team vom Literaturhaus danken für alles. Ich möchte dir, Helene, auch danken. Ich möchte kurz auch sagen, dass du auch ein Buch gerade geschrieben hast, das Schlachtensee heißt, das ich auch allen, die es noch nicht gelesen haben, hiermit auch noch ans Herz legen möchte. Und ich möchte vor allen Dingen all meine FreundInnen im Saal herzlich begrüßen. Das ist mir auch ein
großes Anliegen angesichts des Themas dieses Buches. Und um jetzt deine Freundschaftsfrage so nach dem Motto, wie stehen wir zueinander, du hast ein kleines Detail ausgelassen, das mir sehr wichtig ist. Du hast mir nämlich damals geschrieben in Bezug auf In einer anderen Welt, dass dir das gut gefallen hätte, weil es sei wie so ein High-End-Adventskalender. Ja, genau. Ja. Und diese Beobachtung, also diese Miniaturen in dieser Weise zum Luxus-Adventskalender zu erklären, hat mich einfach sehr amüsiert und ich hatte den Eindruck, ich fühlte mich verstanden. und dachte, dann auch deine Sachen kennend, ich würde einfach sehr gerne einen Austausch mit dir haben, auch über mein Freundschaftsbuch. Und natürlich ist es so, dass wir sind jetzt keine engen Freundinnen, es ist eine Art transactional friendship, die wir jetzt hier zelebrieren. Den Begriff habe ich aus dem Buch auch, mit dem ich vertraut, seit ich dein Buch gelesen habe. Das ist im Englischen ein sozusagen eingeführter Begriff, der darauf hinweist, dass es bei Freundschaften nicht nur um selbstloses Einanderschätzen geht, sondern dass oft, zumal bei Freundschaften im Kunst- und Kulturbetrieb, auch was voneinander gewollt wird und etwas ausgetauscht wird. Und das muss man jetzt ganz klar sagen, also diese Veranstaltung profitiert natürlich auch von deinem Namen, davon, wofür du stehst, sonst wäre es auch meines Erachtens nicht so voll. Du denkst, es sei meinetwegen, ich denke, es sei deinetwegen. Wir waren kurz davor, eine Umfrage zu machen, eine Erhebung, aber das lassen wir jetzt, glaube ich, besser. Wer wegen wem hier ist gerade. Zu dir gefasst, also das wird jetzt hier sehr confessional, und zwar weist uns das auch vielleicht auf das hin, worum es in dem Buch geht, nämlich um diese eigentümliche Verquickung zwischen Freundschaften, die einen durchaus instrumentellen Zug haben. Ich bin da zurück zu Aristoteles gegangen, der von Nutzenfreundschaften spricht, aber Aristoteles hat eben übersehen, dass bei diesen Nutzenfreundschaften nicht nur der Nutzen unbedingt auf dem Spiel stehen muss, sondern dass das einhergehen kann mit authentischer Begeisterung füreinander, dass diese beiden Aspekte oftmals ineinander verfließen. Und das hat mich interessiert, auch gerade als jemand, der innerhalb des Kunstbetriebs habe ich sehr viel natürlich über quasi freundschaftliche Verhältnisse agiert, auch mit der Zeitschrift, die ich herausgebe, die ist auch sozusagen operiert, auch innerhalb eines Freundschaftsgefüges. Und das sind Freundschaften, bei denen geht es um was, bei denen wird was ausgetauscht, aber man zieht auch unter Umständen inhaltlich an einem Strang, man versteht sich, man ist sich aufgrund von ästhetischen Übereinkünften nah und man profitiert zugleich voneinander und diese Dinge gehen ineinander über und das sozusagen mal auseinander zu dividieren und sich genauer anzugucken, auch mit Blick auf meine eigenen Freundschaftserlebnisse, das war so ein bisschen die Idee dieses Buchs. Ja, das ist, was ich mich währenddessen die ganze Zeit gefragt habe, also ich kann mir da selber inzwischen auch eine Antwort drauf geben, aber damit kann man vielleicht direkt mal einsteigen. Und du hast auch eine Stelle, die dazu vielleicht gleich ganz gut passt, ist, ob sich mal vorweg, ob du sagen würdest, es ist nur auf die Kunstszene, in der du hauptsächlich unterwegs warst, zu übertragen. Deine Beobachtung, die ja teilweise auch wirklich was Formelhaftes kriegen. Also du untersuchst ja Dynamiken und Gefüge auf eine Weise, wo man das Gefühl hat, die sind anzuwenden auf gewisse Strukturen und auf Marktgesetze, die eben innerhalb dieser sozialen Beziehungen auch irgendwie greifen müssen oder so. Ist es ein Buch über die Kunstszene oder ist es wirklich, wären diese Zusammenhänge auch übertragbar auf Handwerker? Also mein Ziel ist schon, ein Buch geschrieben zu haben, das jetzt nicht nur für Leute aus dem Kunstbetrieb interessant ist. Ich habe versucht, Strukturen und Dynamiken der Freundschaft zu analysieren, wie sie auch, glaube ich, im Kulturbetrieb generell zu finden sind. Ich habe auch Probeleserinnen gehabt, eine zum Beispiel ist Schauspielerin und konnte sich und ihr Freundschaftsgefüge und ihre quasi instrumentellen Beziehungen da sehr gut wiederfinden. Also ich glaube, es ist einerseits spezifisch in einem bestimmten Sozialen verortet. Und das ist auch notwendig, wenn man sich so etwas angucken will, dass man sich sehr genau auf, glaube ich, ein Milieu und vor allen Dingen das soziale Universum konzentriert, in dem man selber lebt und agiert. Und andererseits hoffe ich, dass die,
die Reflexionen, die ich anstelle, die Beobachtungen, die ich mache, die Analysen, die ich versuche aufzustellen, dass die übertragbar sind und anschließbar auch für Leute aus anderen Bereichen. Das sagst du, schreibst auch an einer Stelle, das habe ich mir markiert auf meinem Computer, dass Kunstbusiness, dass da jede Bewegung von Business eigentlich im Modus der Freundschaft operiert wird, oder? Das finde ich ja so interessant, dass ich das in erster Linie, also das würde ich jetzt auch mal komplett unterschreiben aus meiner sehr distanzierten Beobachtung dieser Szene, aber dass das alles auf einer ganz anders abhängt von diesem Modus der Freundschaft oder darüber auch kommuniziert und irgendwie. Ja, so. meine Beobachtung in dem Buch ist, dass der Modus operandi der Kunstszene ist gewissermaßen die Freundschaft. Alle sind quasi miteinander befreundet und das hat Vorteile. Das hat große Vorteile, weil man kommt, wenn man sich lange kennt und länger schon agiert miteinander in der Szene, man kommt einfach schneller zum Punkt, man kommt schneller zum Ziel, man muss nicht antichambrieren, man kennt sich. Es gibt auch so eine Art Vertrauensvorschuss, der damit natürlich verbunden ist. Einerseits, andererseits denke ich, dass der Grund dafür, dass sozusagen in diesem Freundschaftsmodus miteinander umgegangen wird und wie gesagt vermischt sich da Interesse mit authentischer Zuneigung sehr oft. Einer der Gründe dafür, gerade im Bereich Kunst, ist, glaube ich, auch die Tatsache, dass Kunst eine Ware der besonderen Art ist, die eben mit diesen freundschaftlichen Glaubwürdigkeitsritualen verbunden ist oder von diesen flankiert werden muss, um auch immer wieder klar zu machen, das ist keine Ware wie jede andere, die ist im Grunde preislos. Hier geht es um etwas, was sich nicht in Geld aufwiegen lässt. Und ich glaube, der Modus der Freundschaft, in dem sozusagen gerade auch die Kunstwelt-Teilnehmerinnen miteinander operieren, hat durchaus damit etwas zu tun, dass ihr Gegenstand in dieser Weise symbolisch aufgeladen ist und eine besondere Form der Transaktion auch erfordert. Das stimmt ja, ich denke da immer, das ist so blöd, wenn so viele Kunstszenenangehörige da sitzen, aber ich habe mir da viel über auch die Verschiedenheit der Szenen Gedanken gemacht, weil es natürlich eine andere Art von sozialem Netz braucht, wenn eine Chipstüte in die Wand genagelt wird und es entweder eine in die Wand genagelte Chipstüte oder was durch bestimmte, lass es mal eine gute Party sein einfach, auf eine Weise aufgewertet wird, die die Existenz aller daran Beteiligten irgendwie rechtfertigt. Genau. Ne? Und das ist eine gute Party am Ende, die sich, also würde ich sagen, was hingegen in der Literaturszene oder Filmszene ist jetzt so, aber sich ein bisschen anders verhält. Und das finde ich wirklich interessant, weil Bücher zum Beispiel nicht zu gut aussehen dürfen. Dein sieht fantastisch aus und das im besten Sinne. Aber zum Beispiel je größer, ich weiß nicht, ob Sie die Beobachtung teilen, ich habe immer den Eindruck, je mehr Brimborium gemacht wird über eine Buchvorstellung, desto weniger glaubhaft ist die Literatur zwischen diesen zwei Buchdeckeln. Und je sozialer... Das macht mir Angst. Nein, wir haben es hier, glaube ich, alles in einem total verhältnismäßig guten Rahmen irgendwie. Aber und das ist wahrscheinlich, also ich glaube, deswegen ist das so schön und angenehm, von dir das zu lesen, deine Beobachtung zu diesem Freundschaftsthema, weil da wie in einem Mikrokosmos große, überall umherwabernde Strukturen einfach anders offensichtlich sind oder auch brutaler offensichtlich sind, weil es da noch mal... Oh, Entschuldigung, ja, hier ist auch Publikum. Ja, verzeihen Sie, Sie habe ich jetzt... Selbstverständlich, ja. Ich werde Sie auch angucken, ja. Also ich habe jetzt überlegt, einfach kleinen Akzent lese ich einfach mal die Vorrede, die ist ganz kurz. Ja. Dann können wir uns sammeln und danach geht's weiter. Das ist also eine. Das Buch ist meinen Freundinnen gewidmet und jetzt kommt die Vorrede. Das Folgende beruht ebenso auf Erfahrungen wie auf Fantasie. Die beschriebenen Situationen sind zum Teil persönliche Erlebnisse, die literarisch überformt und kondensiert wurden. Jede Figur, die hier auftritt, ist als ein aus mehreren Personen zusammengesetztes, literarisch stilisiertes Amalgam zu begreifen. In den individuellen Freundschaftsbericht fließen auch gesellschaftstheoretische Überlegungen ein. Die Freundschaft erweist sich dadurch als etwas Einmaliges und als etwas von bestimmten sozialen Strukturen Zeugendes. Dass Freundschaften weder gänzlich uneigennützig sind, noch in ihrem Nutzen aufgehen,
zeige ich mit Blick auf den Kunstbetrieb sowie auf meine Lebenswirklichkeit außerhalb dieses eigentümlichen Kosmos. Dabei analysiere ich auch die eigenen Freundschaftspraktiken in Form autofiktionaler Prosa. Mit dem Rückgriff auf das literarische Genre des verfälschenden Tagebuchs, das auch sozialkritische Reflexionen enthält, verfolge ich die Absicht, sowohl eine Klage über die Fallstricke der Nutzenfreundschaft zu führen, als auch eine Hymne anzustimmen auf die wahre Freundschaft. Wobei man bei wahre Freundschaft dann, auch wenn du es vorliest, nicht genau weißt, ob das mit H oder ohne H geschrieben ist. Ne? Aber das, ich finde, das, vielleicht muss ich da kurz nochmal ausholen, weil in einer anderen Welt hat mich ja, wie gesagt, überhaupt das Schreiben und die Form so erfreut, weil es, du sprichst immer von autofiktionaler Literatur, so. Prosa. Autofiktionaler Prosa. Ich finde, es geht ein bisschen darüber hinaus und ging es da schon, also bei deinem letzten Buch. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du im Grunde, und ich hoffe, das wird nicht zu persönlich, aber man kann es ja auch nachlesen, nach dem Tod deiner Eltern den Impuls gehabt, dich schriftstellerisch ein bisschen wegzubewegen, also eine Sprache zu finden, mit der du Dinge, die dich anders betreffen als die Gegenstände, die du sonst analysiert hast, gerechter wirst oder so. Und daraus ist das hervorgegangen, was man hier ja jetzt auch total spürt und was, wo man auch merkt, das ist nicht irgendwie eine nachgeahmte Variante von was es schon gibt, sondern irgendwie aus einem tiefen Bedürfnis heraus entstanden. Vielleicht. Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, also auch wenn er vielleicht ein bisschen persönlich und autobiografisch ist, aber ich spreche es ja selber in einer anderen Welt an und auch im Freundschaftsbuch da mit Bezug auf Roland Barthes, also weil ich da über Barthes spreche, Roland Barthes, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Die Vorbereitung für den Roman, und dieses Buch war sozusagen sein Traum von einem anderen Schreiben. Nach dem Tod seiner Mutter hatte er irgendwie den Eindruck, dass das akademische Schreiben zwar etwas ist, was er kann und was ihn auch erfüllt, aber dass irgendwas fehlt. Und er nannte das dann Vita Nueva. Ein neues Leben muss irgendwie begonnen werden mit diesem Roman. In dem Fall von Barthes ist dieser Roman allerdings nie geschrieben worden, nur die Vorbereitungen dafür liegen uns vor. Und das fand ich interessant, dass man aufgrund dieses biografischen Einschnittes, und wenn die Eltern sterben, bedeutet es ja wirklich, dass der bisherige Horizont, von dem man Lebenshorizont, von dem man ausgegangen ist, einfach wegfällt. Und dass man sich sozusagen ohne Sicherheitsnetz in dieses Leben geworfen sieht, weil diese Art von bedingungsloser Unterstützung, die einem Eltern idealiter entgegenbringen, sozusagen schwer zu haben sind von anderen. Und weil man dann, der Nächste ist natürlich. Genau, auch, ne? Und man ist der Nächste, man steht selber mit einem Bein im Grab. Und, ja, so fühlt es sich auf jeden Fall bei der Beerdigung an. Und ich hatte einfach den Eindruck, es gibt neben meiner kunstwissenschaftlichen Arbeit, die ich sehr leidenschaftlich mache, auch weiterhin, ganz viele Themen und Überlegungen, die zu kurz kommen, für die ich einfach kein Ventil habe, oder wenn, dann landet das in der Schublade. Also ich habe schon immer Tagebuch geschrieben und ich habe auch heimlich Kurzgeschichten und dergleichen geschrieben, aber ich bin damit nie sozusagen, ich hatte nie ein Coming-out mit meinen literarischeren Ambitionen. Und dann nach dem Tod meiner Eltern kam es eben erst zu In einer anderen Welt, und danach drängte sich mir, eigentlich war das im Sommer 2020, nach dem ersten Lockdown und auch den pandemiebedingten Freundschaftsdramen, die aus diesen unterschiedlichen Umgangsformen mit der Pandemie ja auch entstehen konnten. Also auf jeden Fall drängte mich aufgrund von unterschiedlichen Erlebnissen, drängte sich mir dann dieses Freundschaftsthema auf. Ich hätte eigentlich zum damaligen Punkt mein Buch über den Wert der Kunst fertig schreiben sollen und habe dann aber sozusagen einen Exkurs gemacht und dieses Freundschaftsbuch geschrieben in den unterschiedlichen Lockdowns, die es da gab. Sehr lukrative Prokrastination, ja, würde ich sagen. Ja. Und man muss sagen, auch das Buch fängt extrem persönlich an. Ich glaube, es geht jetzt, ich gebe das sinngemäß wieder los mit der Aussage, dass du morgens aufwachst und dich an diesem Tag besonders stark nach Freundschaft sehnst, oder? Also
Soll ich sagen? Gerne, ja, gerne irgendwie ein bisschen voran, ja. Also das ist jetzt der Beginn. Klage, 27.07.2020. Heute Morgen nach dem Aufwachen war meine Sehnsucht nach Freundschaft besonders ausgeprägt. Das mag an meiner getrübten Stimmung gelegen haben. Ich griff zum Telefon, um die schlechte Laune durch ein kurzes Telefonat mit meiner Freundin Solange zu vertreiben. Schon, dass sie in diesem Gespräch zugewandt mit mir sprach, gab mir neuen Mut und Energie für den Tag. Ich schöpfte Kraft aus der Tatsache, dass sie mir ein Gegenüber ist, an das ich mich in jeder Verfassung wenden kann. Speziell in jenen Momenten, in denen mir alles vergeblich erscheint und mir der Elan für den Tag fehlt, brauche ich ihre Freundschaft wie die Luft zum Atmen. Mein Bedürfnis nach freundschaftlichen Bindungen war allerdings immer schon stark, was daran liegen mag, dass ich aus einer weitgehend dysfunktionalen Familie stamme. Um dieser zu entfliehen, habe ich mir seit meiner Kindheit Ersatzfamilien aus Freundinnen gesucht. Von diesen Ersatzfamilien erhoffte ich mir ein Interesse an meiner Person, das mir meine Eltern nicht oder nur in geringem Maße entgegenzubringen vermochten. Sie waren erstens zu sehr mit sich selbst beschäftigt und kamen zweitens gar nicht auf die Idee, sich für das Befinden ihrer Kinder zu interessieren. Kinder hatten damals, es waren die 60er und 70er Jahre, in erster Linie zu funktionieren. Von meinen Geschwistern und mir wurde entsprechend erwartet, dass wir uns mit einer Situation abfanden, in der unser Vater permanent abwesend und unsere Mutter verzweifelt darüber war, von ihrem Mann unausgesetzt mit jüngeren Frauen betrogen zu werden. Alleingelassen mit drei kleinen Kindern war sie von der Situation verständlicherweise überfordert. Als ihr nach mehreren Anläufen die Trennung von unserem Vater gelungen war, stürzte sie sich in nicht minder unglückliche Liebesaffären, die sie häufig körperlich außer Gefecht setzten. In meiner Erinnerung lag meine Mutter damals einen Großteil der Zeit krank im Bett, von schmerzhaften Gallenkoliken geplagt. Dass sie uns Kindern den Vollzug der Scheidung monatelang verheimlicht hatte, dadurch wandte ich mich als Teenager enttäuscht von ihr ab. Mein Vertrauensverhältnis zu ihr war nachhaltig erschüttert. Ich orientierte mich anderweitig und suchte in den Familien meiner Freundinnen nach Alternativen. Viel Zeit verbrachte ich bei einer vergleichsweise intakten Nachbarsfamilie, in deren Haus ich regelmäßig übernachtete. Selbst in den Ferien nahm ich diese kinderreiche und streng katholische Familie mit, wobei die damals entstandenen Gruppenfotos von meinem Bemühen zeugen, dazuzugehören. Und das, obwohl ich sichtbar nicht dazugehörte. Zu Hause hielt ich mich nur noch selten auf und wenn, dann zog ich mich sogleich in mein Zimmer und meine Lektüren zurück. Von Christine Lößlinger gelangte ich zu Dostojewskis Schuld und Sühne. Wenn ich nicht las, flüchtete ich mich in Tagträume, in denen ich mir ein späteres Leben ausmalte, in dem ich von gleichgesinnten Freundinnen getragen sein würde. Ich stellte mir einen wohlgesonnenen sozialen Zusammenhang vor, der mich anregen, auffangen und wirklich verstehen würde. In demselben Maße, wie ich meine Herkunftsfamilie als wenig glücksbringend erlebte, setzte ich also meine ganze Hoffnung auf selbstgewählte Freundeskreise und Szenen. Das finde ich, wir klatschen einfach jedes Mal, finde ich. Das finde ich interessant, da hätte ich jetzt auch drauf hinausgewollt. Diese tagträumerische Sehnsucht nicht nach einer funktionierenden Familie, also die du ja offenbar in den Familien deiner Freundin wie auch immer gefunden hast, sondern nach, ich glaube, das schreibst du noch expliziter ein bisschen später, dass du dir dein Erwachsenenleben eigentlich erträumt hast als ein Leben umgeben von funktionierenden sozialen, freundschaftlichen Beziehungen, wo Gleichgesinnte untereinander irgendwie bedingungslos zueinander halten. Also so habe ich es zumindest interpretiert. Das heißt ja, du hast ein mir Fremden, also ich hatte auch entsprechende Tagträume, weil ich in einer ähnlichen Situation, nicht wie du, sondern die an dir angelehnte Figur, mit der du da irgendwie agierst, aufgewachsen bin und auch extreme Sehnsüchte, aus denen sich ja total viel irgendwie herauskristallisiert an Persönlichkeit oder irgendwie Bestrebsamkeiten oder so. Da ging es aber nie um Freunde, da ging es immer um alternative familiäre Zusammenhänge. Und das finde ich so interessant, das ist bei dir aber ganz klar diese eigentlich, ich kann mir das auch sofort vorstellen, wie du dich da dir selbst vorgestellt hast. Das ist ja im Grunde auch ein bisschen, hast du dich ja auch genau der Szene dann zugewandt, in der das möglich ist. Also wo Freundschaft dann auch so existenziell wichtig ist. Und also das ist, und worauf ich hinaus will, ist eigentlich, vielleicht müsstest du
das hätte mir beim Lesen des Buches geholfen, das ich sehr genossen habe, aber das hätte mir Spaß gemacht, eine Definition von dir vorher gehabt zu haben, was Freundschaft für dich damals war oder was für eine Art von Sehnsuchtort und was die alles in deinen Augen zu bedienen gehabt hätte. So. Ich glaube, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich Freundschaft definiere. Aber ich glaube, in dem Buch geht es genau darum, Freundschaft in all seine Facetten auch aufzufächern. Also es geht ja zum Beispiel auch um den Anteil an Liebe in Freundschaft und den Anteil an Freundschaft in Liebe. Es geht um Freundschaft unter der Bedingung von Wettbewerb. Es geht um die Frage, was passiert, wenn meine Freundinnen diejenigen sind, mit denen ich kooperiere, aber zugleich in einem rivalisierenden Verhältnis stehe. Es geht um all das und ich glaube, zu verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben, und das spreche ich im Buch schon an, waren die Ansprüche an Freundschaft auch andere. Also während ich in meinen frühen 20ern nach diesem Freundeskreis aus gleichgesinnten Mitstreiterinnen mich gesehnt habe und diesen dann auch gefunden habe in Köln. Also dazu gibt es ja auch eine Passage, ich weiß nicht, ob ich die auch noch lesen soll, ist vielleicht ein bisschen lang. Also während ich damals wirklich war sozusagen das ideologische Fundament der Freundschaft das Entscheidende. Man kämpfte und stritt für eine bestimmte Idee von Kunst. Man kämpfte und stritt für einen Politikbegriff. Man war in Formationen unterwegs gegen Rassismus und Sexismus und so weiter. Während also damals diese inhaltliche Grundierung der Freundschaft das Entscheidende war, wurde dann mit zunehmendem Alter der Faktor Fürsorge wichtiger. Und das hat vielleicht dann auch noch eine Parallele in der Art und Weise, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat, weil Freundschaft hat ja auch mit Blick jetzt auch auf erodierende Sozialformen wie Familie an Bedeutung gewonnen, als sozusagen ein Format, das vielleicht doch sowas wie eine soziale Absicherung oder ein soziales Aufgefangen werden unter Bedingungen, wo die traditionelle Familie nicht mehr so funktioniert. Und wo eben dann auch diese Fürsorgedimension entscheidender wird. Und natürlich ist eine Freundschaft, die vor allen Dingen auf Austausch und inhaltlichen Übereinkünften und einem gemeinsamen politischen Projekt basiert, so eine Freundschaft ist per Definitionem störanfällig. Und ich glaube, diese Störanfälligkeit der instrumentell grundierten Freundschaft, die hat mich in dem Buch interessiert. Und zugleich wollte ich eben aber auch zeigen, in unterschiedlichen Lebensphasen gibt es sozusagen unterschiedliche Aspekte an Freundschaft, die bedeutsam werden für einen. Das hat mich interessiert, also wollte ich auf zwei Sachen, deswegen musst du das Köln, den Köln-Absatz doch auch noch lesen gleich, glaube ich. Da schreibst du einerseits eben genau, dass ihr eigentlich kaum Gemeinsamkeiten hattet jenseits der gemeinsamen Überzeugung und die Rechtfertigung für diese Freundschaften waren, also diese in deinen Augen schon damals instrumentell gewesenen Freundschaften. Ja, schon auch also Zuneigung, ne? Zuneigung und sozusagen ein instrumentelles voneinander profitieren und miteinander was aufbauen und an der Karriere basteln und sich weiterbringen, das ging schon einher mit Sympathie, mit den anderen auch irgendwie toll finden. Also das ist mir schon ganz wichtig, aber es kommt natürlich dann ein bisschen auch auf die Balance an. Aber vielleicht lese ich den Köln-Teil, wenn da auch Interesse besteht. Ist ein kleines bisschen länger, aber vielleicht mache ich es kürzer. Das wollen die Leute hören. Der Eintrag, also genau das ganze Buch, das habe ich ja in der Vorrede gesagt, ist sozusagen wie ein fiktionalisiertes Tagebuch aufgezogen und wir sind jetzt beim Eintrag vom 30.07.2020. Dass es mich in den späten 80er Jahren nach Köln verschlug, hatte ebenfalls mit den Hoffnungen zu tun, die ich mit der dortigen Kunstszene und den dort potenziell zu schließenden Freundschaften verknüpfte. Mehr noch als die Elbvorortsklicke, die kommt vorher, wir kennen ein paar Leute, die hier anwesend sind, mehr noch als die Elbvorortsklicke setzte sich die Kölner Kunstwelt nach dem Muster einer Wahlfamilie zusammen. Mit zumeist männlichen Familienoberhäuptern, mit hochgeachteten und weniger geschätzten Familienmitgliedern sowie mit den eher entfernten und an den Rand gedrängten armen Verwandten.
Auch hier ging es gleichermaßen vertraut, familiär wie erbarmungslos hierarchisch zu. Wollte man zum Beispiel als Frau in diesem männerdominierten Milieu Anerkennung finden, musste man zuvor ein gewisses Maß an Erniedrigungen und Beleidigungen über sich ergehen lassen. Nach meiner Erinnerung gab es nur selten männliche Kollegen, die mich in meinem Vorhaben ermutigt oder gestützt hätten. In der Regel versuchten sie eher, mich in einer heute zu Recht als Mansplaining verpönten Weise zu belehren. Oder aber sie gaben mir auf subtile Weise zu verstehen, dass meine Arbeit nicht wirklich zählte, etwa indem sie meine publizierten Texte mit keinem Wort erwähnten. Der zähe Kampf um Anerkennung war mir jedoch vertraut, da ich zuvor jahrelang versucht hatte, meinem misogynen Vater mehr Respekt für meine Person und meine Arbeitsvorhaben abzutrotzen. Von ihm, der Frauen grundsätzlich nicht ernst nahm, wollte ich als junge Frau um jeden Preis gesehen und ernst genommen werden. Wohl deshalb fühlte ich mich in der Kölner Kunstwelt gleich wie zu Hause. In die Schlacht um Sichtbarkeit und gehört werden zog ich hier sogar lustvoll ein, denn das Kämpferische war mir längst zur zweiten Natur geworden. Business as usual. Dass von den Mitgliedern einer solchen Wahlfamilie nicht immer das Wohlwollen und die Unterstützung zu erwarten sind, die ich von meinen Eltern in guten Momenten dann doch erfahren habe, realisierte ich erst nach und nach. Im Rückblick würde ich sagen, dass die Kölner Kunstbetriebsfamilie meine Herkunftsfamilie in puncto Dysfunktionalität bei weitem übertraf. Spaltungen, Verrat und Intrigen waren hier an der Tagesordnung. Darin wiederholten sich in diesem Freundschaftsnetzwerk die Muster der traditionellen avantgardistischen Kunstszenen. Was die Freundschaften anbelangt, die ich damals mit einigen Kölner Künstlerinnen, Autorinnen und Galeristinnen einging, gehörten diese wohl eher dem Typus der instrumentellen Freundschaft an, der im Feld der Kunst traditionell vorherrschend ist. Man schätzt seine Freundinnen hier weniger für das, was sie sind oder zu sein vorgeben, sondern für das, was man sich von ihnen in beruflicher Hinsicht verspricht. Im Kunstbetrieb dominiert, vergleichbar mit anderen kreativen Milieus, der schon von Aristoteles als Nutzenfreundschaft bezeichnete Freundschaftstyp. Freundschaften mit stark instrumentellem Zug also, die Aristoteles zufolge nicht mit wahrer Freundschaft verwechselt werden dürfen. Denn bei letzterer würde der andere um seiner selbst willen geschätzt. So treffend seine Beschreibung der auf Nutzen zielenden Freundschaft auch sein mag, übersieht sie doch etwas Wesentliches, nämlich, dass die Übergänge zwischen der echten, uneigennützigen Freundschaft und der Nutzenfreundschaft zumeist fließend sind, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Man kann jemanden um seiner selbst willen schätzen und zugleich etwas von ihm wollen. Mehr noch, neben Nutzenerwägungen können es tiefe Gefühle sein, die einen an Freundinnen binden. Rationales Kalkül und irrationale Anziehung sind in Freundschaften eng miteinander verflochten. Man müsste die Nutzenfreundschaft deshalb, anders als Aristoteles, als einen Ort charakterisieren, an dem Berechnung und tiefe Sympathie für den anderen ineinandergreifen. Das ist, also ich glaube, zu der, dieser Trennlinie, die ja offenbar überhaupt nicht zu ziehen ist, zwischen wahrer Freundschaft, sei jetzt mal dahingestellt, und instrumenteller Freundschaft, kommen wir später noch. Aber was du da jetzt nicht vorgelesen hast, was ich sehr interessant fand, war, dass du sagen würdest, all deine Kontakte von früher und wie die sich verselbstständigt haben und dass sie später von einem Nutzen waren, irgendwie im weitesten Sinne, als ihr alle Karriere gemacht habt und irgendwie von dir als solche bezeichnete Bigger Players wurdet oder so, dass das niemals aufgegangen wäre, wären sie zu dem Zeitpunkt schon diesem Kalkül unterworfen gewesen. Mhm. Und das finde ich interessant, also da musst du wirklich drüber sprechen, wie dein Bewusstsein zu dem Zeitpunkt dafür war. Das war ja nicht ein rationales, ich befreunde mich jetzt mit dir und dir, damit ich aufsteige in einer wie auch immer definierten Szene, sondern, und dann komme ich auch zur nächsten Frage, es ist ja auch ein bisschen, man verknallt sich in jemanden und will dem gerecht werden, also steigt man auf. Es hat doch im Grunde eine Wechselwirkung, oder? Man will zum Teil einer Szene werden und muss sich deswegen in ihr etablieren. Mhm. Ist doch nicht nur andersrum. Klar, also erstmal hast du natürlich vollkommen recht. Also wenn alle mit diesem Kalkül auf der Stirn
durch die Gegend gerannt und nur Leute hätten kennenlernen wollen, die sie weiterbringen. So funktioniert das natürlich nicht. Und in den späten 80er und frühen 90er Jahren, und davon ist hier die Rede, in Köln, gab es auch sozusagen kollektiv kein Bewusstsein davon, dass es klappen könnte oder dass daraus was werden könnte. Das war alles andere als ausgemacht und es gab auch nur wenige, wie soll ich sagen, institutionelle Resonanz zu der Zeit. Das war schon eine Situation, die so einen leichten Rest von Underground an sich hatte, wo man jetzt nicht mit Blick auf Karriere agierte, sondern weil einen bestimmte Dinge interessieren. Dass man aber so gar nicht überlegt hätte, wer steht wo und wer ist wichtig und dass Hierarchien gar keine Rolle gespielt hätten, das stimmt natürlich auch überhaupt nicht. Es war ein extrem hierarchisch durchwirktes Gefüge, es war auch eine extrem sexistische Formation. Das ist mir wichtig, das festzuhalten, auch in dem Buch. Und zugleich war es sozusagen ein soziales, in dem etwas auf dem Spiel stand und verhandelt wurde, auch gegen den als Mainstream vorgestellten Konsens, von dem man abweichen wollte. Also das war schon der Kitt, der alle zusammenhielt, war diese Idee von, wir finden aber andere Praktiken gut und wir lesen aber andere Bücher und wir sind auch in einem gewissen Abstand zu Academia. Also wir sind im Austausch mit dem, was publiziert ist, aber wir haben unsere eigenen außerakademischen Leselisten, die wir für bedeutsam halten. Und ihr dürftet euch nicht gegenseitig fragen, wie es euch geht, oder? Das habe ich schockiert der Lektüre entnommen, dass das verpönt gewesen sein muss. Ja, das ist so eine Stelle, wo ich mich eben daran erinnere, dass Nachfragen nach dem eigenen Befinden als hoffnungslos hippiehaft und daneben verschrien waren, also jetzt in den späten 80ern, frühen 90ern, und dass ich selber auch als junge Frau, die kaum Zugang zu ihrem Gefühlsleben hatte und auch gar nicht unbedingt wusste, wie es ihr geht, ich hätte es auch vollständig abwegig gefunden, darüber zu sprechen, weil andere dringlichere Dinge auf der Tagesordnung standen und verhandelt werden wollen. Gleichzeitig ist mir natürlich im Rückblick auch klar geworden, dass dieses Ausblenden von Gefühlen und von Dingen, die eher sozusagen privater Natur sind, in diesem damals sehr männerdominierten Milieu natürlich auch etwas Phobisches an sich hatten. Also es ging auch darum, den Raum, der mit Reproduktion und Weiblichkeit und Gefühlen und dergleichen assoziiert wird, um jeden Preis zu meiden. Also ich denke jetzt nur an Kippenbergers berühmtes Bild, bitte nicht nach Hause schicken. Um Gottes Willen, nicht da in diese weiblich kodierte Reproduktionssphäre, wo Leute Gefühle haben. Also diese Dimension muss man vielleicht noch mit hinzunehmen, aber generell hätte man mich wirklich angeguckt wie eine Verrückte, wenn ich die Frage, wie geht es dir, gestellt hätte. Ja, Wahnsinn. Das finde ich wirklich erstaunlich. Also einerseits gefällt es mir total gut, weil ich denke, schreibst du ja selber, man will auch nicht um seiner selbst willen geliebt werden und auch nicht gemocht werden. Ich will das schon nicht. Also, ich schon. wobei, Helene, man das, aber, ja, aber da gibt es ja im Buch auch die Stelle, die mir jetzt gerade einfällt, wo ich darüber spreche. Es gibt diese Sehnsucht für sich selbst, um seiner selbst willen geliebt zu werden. Aber dann, die Frage ist, was ist dieses authentische Selbst? Und das stürzt einen direkt in die nächste Krise, genau, sich diese Frage zu stellen und da irgendwas nicht, zu finden, was überhaupt nicht da ist. Es ist eben nicht abgegrenzt von den Arbeitsleistungen, die man so erbringt. Also man kann ja kein Selbst isolieren, das völlig unabhängig existieren würde von all dem, was man noch so macht. Dennoch hoffe ich manchmal doch für andere Eigenschaften, vielleicht liebenswert oder ich weiß nicht, andere Eigenschaften, jenseits meiner Textbuch- und so weiter Produktionen gemocht zu werden. Ich glaube, die Hoffnung haben wir alle, oder? Ja, da gibt es ja auch irgendwas. Aber nicht nur bei dir, bei uns allen. Es ist ja umso schöner, das nicht benennen zu können oder zu müssen. Aber genau bei dieser Stelle eben, also man fragt sich nicht, wie es einander geht, oder das wird mit so einer Vehemenz abgestritten. Ich bin auch kein großer Fan davon, wie sich alle, das hast du auch, sind auch interessante Beobachtungen, wie man einander die größten Intimitäten, ohne wirklich zueinander zu finden, direkt bei der Erstbegegnung eigentlich entgegenknallt. Das ist ja inzwischen eher der Trend meiner Beobachtung nach. Ne? Dass das damals überhaupt nicht so stattfand, in meinen Augen nachvollziehbar, andererseits für mich aber auch irritierend, weil
und ich war da nun noch nicht geboren, aber weil ich ja das Gefühl habe, dass in den 70ern oder eigentlich mit der 68er-Bewegung so händeringend das Recht, seine Gefühle äußern zu können, eingefordert worden war. Ja, also das scheint mir ein Kampf genau darum gewesen zu sein. Ich glaube, meine sozusagen die Zeit meines in den Betrieb einsteigen, das waren also, wie gesagt, die frühen 80er, späten 70er Jahre und dann in Köln. Ich bin 1988 nach Köln gezogen. Das war eben eine Zeit, die durch eine Abkehr, jedenfalls in meinen Kreisen, in den von mir damals frequentierten Kreisen, hat man sich eben sehr stark von dieser als auch irgendwie zu weich angesehenen Kultur der 68er abgegrenzt, hat sich für, also ich speziell auch für Punk und New Wave interessiert, und da war sozusagen ein ganz anderer Habitus gefragt, da war Haltung angezeigt. Es ging aber auch darum, sich vielleicht auf diese Weise mit einem verdrängten NS-Erbe noch auseinanderzusetzen, über das zuvor hinweggegangen war. Also es ist kompliziert, aber ich denke, dass es sozusagen in dieser Kölner Szene, über die ich da berichtet habe, war gefühlsseliges Gerede nicht opportun. Und es gab auch keine Sprache dafür und es gab auch kein Interesse daran. Also das hat sich dann natürlich mit der Zeit ein bisschen geändert, aber das macht es vielleicht auch möglich, dass in dieser Weise der Fokus auf Produktion, auf Arbeit, auf Ergebnisse lag. Das hatte vielleicht auch seine Vorteile, dass man nicht ständig darüber sprach, was für Probleme man hat, sondern eher darüber sprach, was zu tun ist. Das hat mein Vater zu mir immer als Kind ist übertrieben, als junger Teenager gesagt bei Liebeskummer, dass man, und das finde ich vollkommen falsch, dass er das zu mir gesagt hat, aber dass eine Liebe, eine romantische Liebe zwischen zwei Leuten nur dann funktioniert, wenn beide dafür bereit wären, nicht füreinander, aber für die Revolution zu sterben. Also für was größer ist als sie selbst und was ihr gemeinsames so, und das hat er auch jetzt nicht knallernst gemeint, also da ging es schon, also wollte dann mit was Bestimmtes auf den Punkt bringen, nämlich dass man mit dem Anspruch, um seiner selbst willen geliebt zu werden, nicht besonders weit kommt, weil der Sohn. Man fragt sich jetzt auch natürlich auch, das machen wir jetzt nicht nach der Beziehungsbilanz deines Vaters mit dieser Prämisse, ne? Die ist nicht uninteressant und auch ganz erfolgreich, muss ich sagen, jetzt irgendwie auf den letzten Metern, aber sehr singulär, das kommt auch hinzu, aber so weit ins Detail würde ich jetzt nicht gehen. Aber er hat viele gute Freunde auf jeden Fall. Und das, ich habe gerade überlegt, ich weiß ja nicht, ob ich noch eine kleine Insert machen soll, weil auch viele Freundinnen, die ich schon länger kenne, hier sind, was mich sehr freut. Und dann dachte ich, ich mache diesen Eintrag, da geht es auch um ältere Freundinnen, die man also schon lange kennt, die nicht alt sind, sondern immer lange kennt. Das ist ein Eintrag vom 30.08.2021. Als unangenehm empfinde ich es allerdings, wenn Jugendfreundinnen, zu denen längst keine Verbindung mehr besteht, einen aktuellen Freundschaftsanspruch erheben. Sie kontaktieren mich ganz selbstverständlich so, als wäre seit unserem letzten Kontakt vor gefühlt 100 Jahren keine Zeit vergangen. Übergangslos knüpfen sie an frühere Gemeinsamkeiten an, die ich längst vergessen habe. Sie sprechen mit mir so, als wäre ich dieselbe geblieben, als wären Entwicklung und Veränderung bei mir ausgeblieben. Mit einer Entschlossenheit, die ich zuweilen als Zumutung empfinde, versuchen sie mich auf mein altes Ich festzuschreiben. Wehre ich mich gegen diese gewaltsame Festlegung, scheinen sie dies gar nicht zu registrieren. In ihren Augen bin ich ganz die Alte. So habe ich es neulich erlebt, als ich zufällig einen früheren Studienkollegen aus meiner Zeit in Paris auf einer Party begegnete. Er nannte mich sogleich bei meinem damaligen Spitznamen, Frau Frieda, und versuchte, mich auf das Bild festzulegen, das er sich als Student von mir gemacht hatte. An die frühere Vertrautheit zwischen uns knüpfte er ebenfalls bruchlos an, darüber hinwegsehend, dass diese längst nicht mehr bestand. Ich empfand dies als tendenziell übergriffig und suchte, mich der Situation zu entziehen. Bei Nietzsche findet sich eine recht bösartige, aber auch erhellende Bemerkung zu diesem Phänomen. In der Begegnung mit ehemaligen alten Freundinnen würden diese, Zitat Nietzsche, zu Gespenstern unserer eigenen Vergangenheit. Sie zwängen uns zu einer Konfrontation mit unserem früheren, härteren und ungereifteren Ich. Alte Freunde würden uns demnach unser früheres Selbst vorführen, das wir eigentlich längst hinter uns gelassen zu haben glauben.
Zwar ist mir diese von Nietzsche beschriebene Wahrnehmung durchaus vertraut, dass mich frühere Freundinnen wie besagter Studienkollege auf mein vermeintlich früheres Ich festschreiben, das ich abgelegt zu haben meine. Doch Nietzsches dünkelhafte Pose scheint mir auch fragwürdig. Anders als seine Freunde glaubt er sich verwandelt und weiterentwickelt zu haben. Dabei könnte es doch ebenso gut umgekehrt sein, dass seine Freunde ihn als hoffnungslos stehen geblieben empfinden, während er sich über sie hinausgewachsen wähnt. Wohlmöglich sind es gerade diejenigen, die wie Nietzsche den Freundinnen aus vergangenen Zeiten eine Art Arrested Development unterstellen, die in Wahrheit selbst auf der Stelle treten. Wenn es mir so vorkommt, als halte sich mein ehemaliger Studienfreund immer noch im Jahre 1984 auf, muss ich wenigstens damit rechnen, dass er es ganz ähnlich wahrnimmt, dass er mich also auch auf tragische Weise in der Vergangenheit feststeckend erlebt. Zudem ist Entwicklung unter Freundinnen ja nichts objektiv Feststellbares. Während sich die eine Freundin subjektiv total verändert glaubt, kann sie von der anderen als völlig unverändert wahrgenommen werden. Zu Nietzsches Zeiten gab es ja auch noch kein Facebook. Da konnte man sich nicht zwischendurch mal darüber informieren, was jetzt die Grundschulkameraden alle so machen. Was noch interessant ist, das ist eh das hat wahnsinnig Spaß gemacht beim Lesen deines Buches, dass man da oft natürlich die eigenen Impulse oder Beobachtungen oder was auch immer wiederfindet, die nur doppelt und dreifach irgendwie durchdacht sind, belegt werden von dir, nicht nur mit irgendwie Philosophen, sondern irgendwie mit verschiedensten anderen Leuten, die das gut auf den Punkt bringen, und ist praktisch wie so ein Durchackern der eigenen Intuition so ein bisschen ist. Das macht wahnsinnigen Spaß. Also man erkennt sich da werde ich nicht die Einzige sein, in so gewissen Impulsen und kleinen Beobachtungen total wieder, und du belegst und widerlegst die auch und so, und das macht irrsinnigen Spaß. Was mir aufgefallen ist oder was mich interessiert hat, du sagst, eigentlich ist unsere heutige Vorstellung von Freundschaft eher was weiblich geprägt ist, obwohl all die großen Theorien über Freundschaft sich an Männerfreundschaften aufhängen. Also wenn man sich jetzt auch über, also wenn man jetzt an Aristoteles oder Nietzsche denkt, das war ja alles ein totaler Boys Club. Aber das, was zurzeit trendet im weitesten Sinne, ist eigentlich eher, lehnt sich an Freundschaften zwischen Frauen an, oder? Also ja, das habe ich, also einerseits hast du natürlich recht. Ich habe beim Durchackern der einschlägigen Freundschaftstheorien von Aristoteles über Nietzsche zu Derrida war in der Tat festzustellen, dass als Freundschaftspaare von diesen Philosophen immer nur Männer gedacht werden. Wenn man sich aber mit der Soziologie der Freundschaft befasst, und da ist ein Buch von Janosch Schobin sehr interessant, dann stellt man fest, dass es in den letzten Jahren, also laut Schobin, genau diesen Wandel hin zur fürsorgebasierten Freundschaft als eigentlichem Modell der Freundschaft gegeben hat. Und dass sozusagen eine Freundschaft, die früher weiblich kodiert war und von Leuten wie Krakauer abgewertet wurde als reine Gemütsfreundschaft, genau diese Freundschaft ist heute zum Modell aller Freundschaften aufgestiegen. Mhm. Und das ist interessant und erklärt vielleicht auch mein persönliches, wie soll ich sagen, Defizitempfinden mit Blick auf bestimmte meiner Freundschaften, bei denen der instrumentelle Zug so unfassbar ausgeprägt ist, weil dieses Fürsorgebedürfnis eben auch bei mir, denke ich, stärker geworden ist. Aber generell glaube ich, dass es eben unterschiedliche Freundschaftsideale zu unterschiedlichen Zeiten gibt. Und wenn ich Derrida erwähne, dann möchte ich vielleicht noch sagen, also Derrida hat ja ein Buch über Freundschaft geschrieben. Einerseits ist es unerträglich, dass es immer nur um die üblichen Verdächtigen bei ihm geht, von Nietzsche zu Jünger und zurück, und immer nur Männer und so weiter. Andererseits hat er aber auch einen ganz interessanten Vorschlag gemacht, dass nämlich Freundschaft auf einer Art von gegenseitigen Verkennung basieren muss. Also dass die Vorstellung, der andere müsste uns transparent sein, wir müssten genau wissen, mit wem wir es zu tun haben und den anderen verstehen, Freundschaft verunmöglicht. Wichtig ist es auszuhalten, dass wir den anderen vielleicht gar nicht sehen und dass unsere Freundschaft vielleicht auch von Missverständnissen durchzogen ist. Und das ist für Derrida die wahre Freundschaft, eine, die auf Projektion und Verkennung basiert. Und das fand ich mutmachend.
Ach, das sagt er, also er sagt wirklich die Verkennung und da jemanden irgendwie als nicht veränderbar selbst zu beurteilen, das ist die wahre Freundschaft, also, dass man jemanden zu dem macht, was er gerne sein soll. Ich habe es jetzt ein bisschen zugespitzt, aber er versucht sozusagen ein Modell von Freundschaft stark zu machen, dass sozusagen die Unkenntnis über den anderen, weil man kann den anderen nicht kennen. Man kann ihn nicht, er ist einem nicht transparent. Das zu akzeptieren. Und das zu akzeptieren und dass das eben die Grundlage der Freundschaft ist. Und dann, das hatte ich gerade kurz falsch verstanden. Ich dachte, er will wirklich darauf hinaus, dass gerade alles wegwischen, was der andere sein könnte, Hauptsache das eigene Bild. Und das ist eigentlich die wahre Freundschaft. Es geht darum, dieses Verkennen zu einer Art von Basis der Freundschaft zu erklären. Das Bewusstsein für das Verkennen. Genau. Und dass man und das andere ist, dass er eben, anders als Aristoteles, der immer auf der Exklusivität der Freundschaft beharrt, so nach dem Motto, es darf nur eine wahre Freundin geben und wer zu viele Freundinnen hat, dann verwässert sich das Konzept der Freundschaft und dann hat man im Grunde genommen gar keine mehr. Mhm. Und Derrida dreht das um und plädiert sozusagen für die Freundschaft mit vielen und entwickelt daraus dann sein Modell der Gastfreundschaft. Und das fand ich auch ein interessanter Gedanke, über den ich dann auch im Buch noch genauer nachdenke. Und was würdest du sagen? Viele Freunde oder wenig? Also ich bin da jetzt gar nicht normativ, aber ich würde sagen, dass es einerseits natürlich interessante Entwicklungen, auch vielleicht durch unsere digitale Ökonomie gibt, hin zu einer Verwässerung oder Elastizität der Freundschaft. Also wenn auf Facebook jeder Kontakt ein Friend sein soll, dann verliert Freundschaft natürlich an Bedeutung, weil dann ist keiner mehr unser Freund. Also das gibt es, aber ich denke, gerade weil es solche Entwicklungen gibt, wie Facebook oder Instagram, ist wohl möglich das Bedürfnis, so ist es jedenfalls bei mir, nach analogen, wirklich vorhandenen Freundinnen größer. Also vielleicht ist sozusagen die Flipside dieser Entwertung der Freundschaft, wie sie online stattfindet, ein größeres Freundschafts- und tieferes Freundschaftsbegehren im analogen Raum. Zumal du ja auch sagst, gerade dass es soziale Medien gibt und da alles in einer, also eigentlich auf fast barbarische Weise darauf hinausläuft, dass eine Meinung gegen die andere steht und es gibt keine, das ist ja auch irgendwie allseits bekannt, es gibt keinen Raum für Differenziertheit oder so, würde man sich ja eigentlich erhoffen, dass es in diesen analogen tiefen Freundschaften umso mehr Raum dafür gäbe. Das glaube ich aber nicht. Wie siehst du das? Also ich habe nicht den, färbt sich eher, das ist es eine Gegenbewegung, die tiefen analogen Freundschaften zu dem, was online stattfindet und in dieser totalen Anonymität? Oder? Also ich glaube, es gibt schon dieses kompensatorische Moment, das haben wir, glaube ich, auch alle in der Pandemie gemerkt, also wie wichtig uns unsere Freundinnen sind und wie wichtig auch der physische Austausch mit ihnen ist. Das konnte man ja schon an den ganzen Freundespaaren beobachten, die bei Eiseskälte durch den Tiergarten stapften, ohne dass es eine Gelegenheit gab, was zu trinken oder aufs Klo zu gehen. Das heißt ja was, wenn einem das so wichtig ist. Also es war bei mir auch so. Also mir war der physische Austausch mit meinen Freundinnen im Tiergarten, obwohl der Tiergarten mich nach dem 12. Spaziergang wirklich genervt hat mit seinen Trampelfaden überall. Aber dennoch, das glaube ich schon, dass das Bedürfnis sehr, sehr stark ist. Und ich glaube auch, dass es durchaus, dass Freundschaften und gerade vielleicht diese Freundschaften, bei denen es eben auch um Austausch von Wissen, von Beobachtungen und dergleichen gibt, dass die den Raum bieten für nuancierte Reflexion. Jetzt anders als ein Facebook-Thread. Das würde ich schon sagen. Also das ist auch in meinem Leben nach wie vor so. Bist du eine gute Freundin? Das musst du meine Freundinnen fragen. Paar sind hier. Ich glaube schon. Aber vielleicht lese ich mal wieder was, oder? Ja, bevor gerne. Wir jetzt hier in noch mehr Bekenntnishaftes rutschen. Ist noch gar nicht so bekenntnishaft, finde ich. Ist es so? Es geht, ja. Genau, ich glaube, dass, weil du sprachst von den anwesenden Freundinnen und ob ich eine gute Freundin sei und vielleicht sollte ich dazu einen Eintrag lesen vom 20.12.2021. Weil es ist vielleicht wichtig zu sagen, in dem Buch gibt es auch immer wieder metareflexives Nachdenken über das Schreiben dieses Buches selbst. Je weiter ich mit dem Schreiben vorankomme, desto mehr Sorgen bereiten mir die möglichen Reaktionen meiner Freundinnen auf das Erscheinen dieses Buchs. Wie werden sie die Tatsache aufnehmen,
dass ich darin meine Beziehungen zu ihnen verarbeite, wenn auch in literarischer Form. Der Gedanke, es könnte ein kleiner Shitstorm über mich hereinbrechen, erfüllt mich mit Sorge. Vor lauter Anspannung vermag ich in solchen Momenten, in denen ich mir die negative Aufnahme durch die Freundinnen ausmale, nicht mehr weiterzuschreiben. Ich bin arbeitsunfähig. Es ist eine Anspannung, die mir buchstäblich in die Glieder fährt und sich in Form eines schmerzhaften Drucks im unteren Rücken bemerkbar macht. Wie gelähmt sitze ich am Schreibtisch. Vorauseilend fühle ich in solchen Momenten Scham in mir aufsteigen. Ich bin schamerfüllt, weil ich meine Freundinnen, die diversen Erlebnisse mit ihnen für dieses Projekt verarbeite und benutze. Ist es nicht geradezu perfide von mir, ein Buch über den instrumentellen Zug von Freundschaften im Kunstbetrieb zu verfassen und zugleich genau das zu tun, Freundschaften auszunutzen, indem ich sie zum Material dieses Buches mache? Oder geht an diesem Widerspruch, dass meine Kritik an instrumentellen Freundschaften auch ein instrumentelles Schöpfen aus diesen und den weniger nützenden Freundschaften selbst bedeutet, kein Weg vorbei? Für dieses Projekt scheint dieser Widerspruch jedenfalls konstitutiv zu sein. Die Fiktion bleibt vom persönlich Erlebten durchzogen und ich denke, dass dieser Text ohne den Bezug auf meine Freundschaftserlebnisse an Sprengkraft verlieren würde. Schließlich werden die darin entfalteten Überlegungen zu den aktuellen Herausforderungen im Feld der Freundschaft von Ereignissen in meinem Leben angestoßen. Erst die konkrete Anschauung haucht der soziologischen Betrachtung Leben ein. Auch aus methodischen Gründen kann ich das Erlebte nicht aussparen, habe ich mir doch vorgenommen, die sonst sorgfältig getrennten Ebenen Analyse und Emotion in diesem Projekt kurz zu schließen. Mich interessiert, wie gesellschaftliche Umbrüche und neue Zwänge in den partikularen Freundschaftspraktiken und Freundschaftsgefühlen Einzelner zum Ausdruck kommen. Es geht also um die Macht der Strukturen, die mein affektives Verhalten und das meiner Freundin beeinflussen, ohne es natürlich vollständig zu determinieren. Gesellschaftliche Strukturen lassen sich im Rahmen von Freundschaften aber auch anders verhandeln, zugunsten der wahren und beglückenden Freundschaft sozusagen. Die mich umtreibende Frage ist, wie unter den aktuellen erschwerten Bedingungen lebenslange und erfüllende Freundschaften gepflegt werden können. Speziell der Kunstbetrieb könnte heftig auf den Versuch einer Entmystifizierung seiner Freundschaftspraktiken reagieren. Dessen Akteurinnen hängen schließlich an der Vorstellung, mit all ihren Geschäftspartnerinnen tatsächlich befreundet zu sein, und zwar um der Kunst willen. Kürzlich stieß ich auf ein in dieser Hinsicht recht symptomatisches Statement einer Sammlerin, die ihr Verhältnis zu einer für sie arbeitenden Kuratorin als unshakable friendship charakterisierte. Vereint in der Liebe zur Kunst soll die Freundschaft zwischen Sammlerin und Kuratorin unerschütterlich sein. Eine Verklärung, die das Prekäre ihrer Freundschaft ausblendet, die sich ja auch als professionelle Abhängigkeitsbeziehung darstellt. Dass derart überzogene Erwartungen auf die Freundschaft gerichtet werden, geht meines Erachtens auch darauf zurück, dass die romantische Liebe entzaubert worden ist. An ihrem ökonomischen Charakter besteht aufgrund kultureller Phänomene wie Tinder oder dank der Studien von Eva Illouz kein Zweifel mehr. Die Freundschaft füllt vielleicht die Leerstelle, welche die romantische Liebe hinterlassen hat. Freundschaft ist jetzt ein Hoffnungsträger, auf sie richtet sich die Sehnsucht nach tragenden Beziehungen. Freundschaft steht so gesehen in der Logik des Kapitalismus. Aber niemand möchte das letzte Terrain aufgeben, auf dem noch scheinbar selbstlos und uneigennützig agiert werden kann. Dies gilt auch für mich. Mich freut die Stelle auch so, weil du da ein bisschen auch deine Herangehensweise offenlegst mit dem. Man könnte ja auch sagen, andere Leute hätten sich da hingesetzt, ein extremes Unbehagen verspürt gegenüber dem Vorgang, den sie sich da verschrieben haben und alle expliziten Stellen gelöscht. Was du stattdessen machst, zwecks Spannungsabbau, ist das zum Thema deiner Arbeit zu machen. Das ist natürlich Flucht nach Form. Ne? Allerdings, ja, nein, aber auch irgendwie da weiterzumachen, wo es wehtut oder so. Und das ist generell ja erstmal irgendwie toll. Und darüber kommst du dann ja auch wieder zu einer Erkenntnis oder so. Ich glaube, es ging mir auch um diese ständigen Perspektivwechsel zwischen den Einträgen. Dadurch wollte ich so eine Art Vielstimmigkeit auch erzeugen. Mhm. Also, dass ich sozusagen auch
andere sprechen lasse. Meine Therapeutin zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch. Da habe ich mich ein bisschen auch inspirieren lassen von einem ganz tollen Buch von einer Künstlerin, Yvonne Rainer. Das ist deren Autobiografie Feelings are Facts. Also Gefühle sind Tatsachen. Und dieses Buch ist, also schon der Titel ist ein Satz von ihrem Therapeuten. Und sie hat auch in diesem Buch ihre Therapeutin irgendwie mitspielen lassen als eine Instanz, die ab und zu was sagt. Und das fand ich irgendwie ganz gut. Und auch ich versuchte eben dann immer auch andere Sichtweisen, also mich auch in meine Freundinnen hinein zu versetzen und mich jetzt nicht sozusagen selbstgerecht als die, die nur das Gute will, immer zu stilisieren, sondern auch klar zu machen, ich bin auch von Berechnungen nicht ganz frei und ich bin auch nicht immer korrekt vorgegangen und ich stehe nicht außerhalb von diesen Freundschaftspraktiken, die ich beschreibe, sondern ich bin Teil von ihnen und wasche meine Hände nicht in Unschuld. Und das ist wichtig. Den Eindruck hat man auch keine Sekunde. Man hat komischerweise... Nein, nein! Oh Gott, um Gottes Willen. Nein, wirklich, das ist so angenehm, dass man da jemanden mitkriegt, der kurz aus sich selber und seinen eigenen Verhältnissen rauszutreten weiß und das auf einer anderen, interessierteren Ebene zu beurteilen. Und zwar wirklich, das ist so schön an deiner Vergangenheit, deswegen funktioniert das, glaube ich, so gut. Ich finde schon, dass du diese hoch aufgeladenen Gefüge betrachtest, als wäre es, oder zu betrachten imstande bist, als wäre es ein Gegenstand, der nichts mit dir zu tun hat. Und das klingt jetzt fast ein bisschen kritisch. Ich meine, es ganz im Gegenteil, irgendwie total angenehm, weil so selbstlos, analytisch und so. Das Interessante ist, dass dadurch, dass du dich an so vielen Stellen im besten Sinne absicherst und auch deine Freunde absicherst, von denen man da denken könnte, sie kommen vor, das Gefühl hatte ich zum Beispiel nie, weil doppelt und dreifach immer wieder betont wird, es handelt sich da um Hybridgestalten, die sich zusammensetzen aus verschiedensten Personen, wo man fast den Freunden ein schlechtes Gewissen gegenüber hat, wo man denkt, ach so, sie hätten ja doch ein bisschen mehr noch vorkommen können und ein bisschen irgendwie intensiver da irgendwie eine Rolle spielen oder so. Und deswegen habe ich bei der gesamten Lektüre total aufgepasst, die Person, über die du da schreibst, nicht eins zu eins mit dir zu verwechseln oder so, oder davon einem wirklich expliziten Erfahrungsbericht im Journalistischen auszugehen. Aber eine Stelle, da war ich fest davon überzeugt, also da kam mir gar nicht in Sinn, dass das nicht so sein könnte, das hat mich gerade vor der Veranstaltung total überrascht, ist die Stelle mit dem Hund. Also ich war fest davon, irgendwann schreibt Isabel, sie oder diese Figur, um die es da geht, hätte sich im Lockdown auf den Wunsch ihrer Tochter hin einen Hund angeschafft. Und das stimmt aber gar nicht. Und das hat mich total irritiert. Und es ist wieder ein schöner, nein, es ist wieder ein schöner Beweis dafür, dass gerade das, muss ich mich selbst jetzt mit reinbringen, weil die Erfahrung ich so oft mache, dass gerade das, was man als Leser für oder was bei den Lesern ankommt, als unumstößlich wahrhaftig, eigentlich das Ausgedachteste von allen ist. Das finde ich ein gutes Beispiel. Ja, es ist dafür. Lustig, nicht, weil auch mein Lektor mich besucht hat und die erste Frage war, wo ist denn der Hund? Ja, ja. Aber ich glaube, ich hatte sogar das Gefühl, bei unserem letzten Treffen sei ein Hund dabei gewesen, ja. Um ehrlich zu sein. Wirklich, so weit geht das. Aber ich glaube, was wichtig ist an diesem, also ich hab mir ja das überlegt, welchem Sound ich das Ganze gebe und versucht auch so eine Intensität oder herzustellen durch das Genre des Geständnisses. Und habe mich dann auch mit Geständnisliteratur angefangen von Rousseau befasst. Und wenn man Rousseaus Geständnisse liest, dann wird einem sofort klar, wie unfassbar konstruiert und stilisiert die sind. Und es ging mir, glaube ich, darum, eine Konstruktion zu finden, in der das konkret Erlebte aber mitschwingt. Und dadurch entsteht dann hopefully so eine Art Intensität. Und ich habe dem Ganzen ja auch ein Zitat von Marie-Louise Kaschnitz vorgestellt, deren Buch Wohin denn ich, ein Titel, den im Übrigen Adorno of all people ihr zugeflüstert hat. Also Kaschnitz' Buch Wohin denn ich hat mich auch sehr inspiriert für dieses Projekt und ein Zitat von ihr ist dem Ganzen vorgestellt. Das lese ich jetzt kurz vor, weil das zu dieser ganzen Frage passt, wer spricht hier eigentlich und ist das, wer ist dieses Ich? Und man muss sich ja klar machen, in dem Moment, wo man Ich schreibt, ist dieses Ich natürlich auch schon jemand anders. Aber sie hat das sehr schön formuliert folgendermaßen: Wenn Sie wissen wollen, wer hier spricht, welches Ich, so ist es das meine und auch wieder nicht. Aus wem spräche immer nur das eigene Ich? Und das ist fantastisch, finde ich. Also, weil es eben klar macht, es sind
Es ist nie nur das eigene Ich, das aus einem spricht. Es ist man selbst, aber eben auch nicht man selbst. Es ist irgendwie in biografischem Material, autobiografischem Material fundiert, aber zugleich ist es eben auch eine literarische Bearbeitung dieses Materials. Und ich muss gestehen, je mehr ich reingekommen bin in diesen Lockdowns, in das Schreiben, desto mehr Spaß an der Fiktionalisierung habe ich dann auch bekommen. Also es wurde dann sozusagen immer wilder. Also während der Anfang noch ziemlich nah an auch wirklich meinen autobiografischen Grunddaten orientiert ist, wurde ich dann auch irgendwie immer freier im Schreiben und hatte einfach Spaß, eben einen Hund dazu zu erfinden und dergleichen mehr. Und generell hat es Spaß gemacht? Das interessiert mich jetzt wirklich. Es hat großen Spaß gemacht. Ich meine, das ist bei mir immer so, und meine Therapeutin, um die jetzt mal zu zitieren, hat mich auch darauf hingewiesen, ich habe die Neigung und auch in meinen kunsttheoretischen Texten wie eine Hysterikerin mich meinen Inhalten zu verschreiben unter vollständiger Ausblendung der möglichen Reaktionen. Und das ist bei diesem Projekt auch so gewesen. Ich dachte, es ist doch fantastisch, hat mir wahnsinnig Spaß gebracht und habe sozusagen überhaupt nicht antizipiert, wie werden das andere aufnehmen und vor allen Dingen meine Freundinnen. Ich war sicher, es finden alle super. Was dann, also es war dann letztlich alles auch gut, aber es war ein langer Weg und viele Bearbeitungen, die erfolgten. Und dass ich sozusagen Sachen mache, die polarisieren oder irgendwie explosiv sind, das klingt jetzt so naiv, aber ich lege es wirklich nicht darauf an und bin dann bass erstaunt, wenn es so ist. Und das ist laut meiner Therapeutin ganz typisch für Hysterikerinnen. Zu denen ich wohl gehöre. Das muss ich weiß gar nicht, ich habe meine Uhr vergessen, wie spät ist es denn überhaupt? Ich glaube, wir können jetzt mal öffnen, oder? Ja? Oder okay. So, ich kann auch noch was lesen, aber ist vielleicht genug, oder? Eine Sache, das fände ich noch ganz schön, weil in deinem Buch immer wieder Bezug genommen wird, relativ, also wo man auch nicht genau weiß, was ist da jetzt wirklich vorgefallen, was nicht, auf Ansehensverlust, auf Situationen von Ansehensverlust oder deines Ansehensverlust oder du hast dich irgendwo in die Nesseln gesetzt und hast dafür irgendwie eins übergebraten gekriegt und bestimmte soziale Bedingungen brachen weg aufgrund dieses Fauxpas im beruflichen Kontext und so. Und ich fand meine Reaktion, die wollte ich gerne mit dir teilen, hier vor allen Anwesenden, total interessant, weil ich merkte, während man all das liest, also diese präzisen Analysen dessen, was in solchen Zusammenhängen geschieht und in solchen Begegnungen, ich dann so merkte, je mehr du darüber geschrieben hast, desto mehr dachte ich dann zwischendurch mal und habe mich selbst dabei ertappt und das war total, also war eine totale Entlastung, dachte ich so, habe ich da irgendwas nicht mitgekriegt, ist die irgendwie zwielichtig, ich muss mal informieren, was da eigentlich stattgefunden hat, um wen es da geht. Und im selben Moment, gestärkt durch die Lektüre deines Buches, dachte ich, ich bin doch nicht bescheuert, ich falle doch nicht genau auf die Nummer rein, die da irgendwie von dir so gut durchge... Und habe das selbstverständlich gelassen und dann natürlich alle, die ich treffe, sagen, sind begeistert davon, dass wir hier zusammen sitzen und so, aber das fand ich einen wirklich schön erhellenden und gewinnbringenden Moment, der total mit deiner Lektüre da zusammenhing oder mit der Lektüre deines Buches, die praktisch den Impuls, den sie hervorgerufen hat, direkt wieder konterkarierte und ich mich irgendwie wie eine bessere Version meiner selbst fühlte danach als vorher. Das war finde ich auch schön. Extrem großzügig von dir, nicht recherchiert zu haben. Aber ich glaube, mir ging es wirklich um die Frage, was passiert mit Freundschaften, in denen der instrumentelle Zug ausgeprägt ist, unter der Bedingung, dass der eigene Stern vielleicht mal nicht so hell strahlt oder es eine Art Karriereknick zu verzeichnen gibt oder die Erfolge sich nicht mehr aneinander säumen oder man in irgendeiner Weise vielleicht nicht mehr so hoch im Kurs steht. Das kann natürlich auch immer etwas sein, was man sich selber einbildet, aber es gibt manchmal auch Möglichkeiten, das irgendwie zu ermessen. Und die Frage war einfach, also was passiert, wenn diese Freundinnen, die in erster Linie dann doch was von einem wollen, wenn man für die nicht mehr so interessant ist, weil man nicht mehr so hoch im Kurs steht. Mhm. Und das war schon was ich jetzt ohne Selbstmitleid, sondern einfach kühl analytisch und auch immer unter der Vorgabe, dass meine Wahrnehmung leicht paranoid sein könnte, was ich mal so durchbuchstabieren wollte. Das war sozusagen eine der Baustellen für die Störanfälligkeit von Nutzenfreundschaften, die mich interessiert hat. Ja.
überlege noch, ob ich das jetzt hier über diese Ersetzungspolitiken, da geht es nämlich so ein bisschen mehr zur Sache, oder? Ja, das fände ich toll. Und dann öffnen wir. Ja. Ist das okay für alle? Ja. Könnt ihr noch? Ja. Sieht alles schon sehr schlapp aus. Okay, ich mache noch eins und dann öffnen wir. Wenn bei Freundschaften, 18.01.2021. Wenn bei Freundschaften die instrumentelle Dimension überwiegt, fällt es leichter, die Freundinnen zu ersetzen. Wenn die Freundin in erster Linie ausgewählt wurde, um eine Aufgabe zu übernehmen, dann steht ihre Funktion im Vordergrund. Und die kann potenziell auch jemand anderes innehaben. So erlebe ich es derzeit mit Peter, der jetzt ganz eng mit Sabine, einer Künstlerfreundin von mir, ist. Vor unserem Bruch hatte er wenig mit ihr zu tun. Jetzt sind sie Best Friends. Das mag ein wenig nach Schulhofdrama klingen, ist aber dennoch irritierend für mich. Als Peter zum Beispiel neulich Geburtstag hatte, verbrachte er ihn lockdownbedingt allein mit Sabine, wie sie mir zuvor nicht ohne Stolz in einer E-Mail mitteilte. Mir wird auf diese Weise demonstriert, dass ich abgemeldet bin. Durch mein Heraustreten aus der Freundschaft mit Peter ist der ganze Freundeskreis in Bewegung geraten. Alles verschiebt sich und konstituiert sich neu. Dass sich jetzt eine andere mit Peter zusammentut, ist im Zuge dieser Restrukturierung nur folgerichtig. Zugleich wird auf diese Weise aber auch meine symbolische Bestrafung vollzogen. Verlässt jemand den Kreis, formieren sich neue Bündnisse und die Abtrünnige wird isoliert. Wobei ich umgekehrt natürlich auch neue Bündnisse anstrebe. Peter erlebt es wohlmöglich ebenso, dass ich kurzerhand andere Künstlerfreundinnen an seine Stelle gesetzt habe. Auch die Rolle der für seine Kunst zuständigen Kunsttheoretikerin hat er direkt neu zu besetzen vermocht, und zwar ausgerechnet mit Solange. Heute Morgen am Telefon erzählte sie mir, dass ich von ihm um einen Katalogtext gebeten worden sei. Ich habe sie ermutigt, ihn zu schreiben, ihr aber auch gestanden, dass mir dieses Ausgewechseltwerden einen kleinen Stich versetze. Andere würden vielleicht entspannter reagieren, aber aufgrund meiner Kindheitsgeschichte ist Ersetztwerden besonders schmerzhaft für mich. Nicht nur sah ich mich als Einjährige mit der Geburt einer kleinen Schwester konfrontiert, die mir den exklusiven Platz an der Seite meiner Eltern streitig machte. Mehr noch, mein Vater ersetzte meine Mutter bereits 3 Monate, nachdem die beiden ihre Scheidung vollzogen hatten, und zwar ohne uns in sein neues Leben mit einzubeziehen. Ersetzungstraumata also aller Orten. Wohl aus diesem Grund habe ich eine besondere Antenne für die Ersetzungspolitiken der anderen. Weil dieses Thema ohnehin auf meinem Tisch liegt, weil ich an diesem Punkt besonders empfindlich und verletzbar bin. Wenn es Peter so leicht fällt, die von mir ausgeübten Funktionen anderen zu übertragen, dann lag ich auch richtig mit meiner Einschätzung, dass sein Interesse an mir in erster Linie funktional begründet war. Er schätzte mich wohl vor allem für den Nutzen, den ich für ihn hatte. Dennoch bin ich immer wieder fassungslos über das Tempo, mit dem es ihm gelingt, andere an meine Stelle zu setzen. Meine Therapeutin hatte mir zwar damals, als ich den Bruch mit ihm in Erwägung zog, schon prophezeit, dass er mich sogleich ersetzen würde. Aber ich glaubte ihr nicht, fand ihre Prognose überzogen pessimistisch, meinte, dass sie damit Peter Unrecht tun, ihm etwas unterstellen würde. Dass sie absolut recht hatte, ist eine niederschmetternde Erkenntnis für mich. Im Prinzip weiß ich zwar, dass jeder ersetzbar ist, auch ich. Die eigene Austauschbarkeit jedoch leiblich zu erfahren, ist ausgesprochen unangenehm. Vielleicht sollte ich mich künftig in Momenten, in denen ich selbst beherzt Ersetzungspolitiken betreibe, an diesen Schmerz erinnern. Gibt's Fragen? Du bist die Moderatorin. Gibt's Fragen? Also ich habe hier ein Mikrofon und ich komme rum und wir haben ja alle noch Geduld und Sie müssen irgendein Zeichen geben. Handzeichen oder ein Laut. Trauen Sie sich. Ja, wunderbar. Ich wollte fragen, ob es jetzt hauptsächlich um Freundschaften zwischen, also deine Freundinnen, du und deine Freundin, oder gibt es so eine Gender-Geschichte oder ist es anders bei zwischen Männern oder ob das eine Rolle spielt in irgendeiner Form? Oder? Also es gibt Passagen, wo über die Art und Weise, wie in der
Freundschaftsphilosophie und Theorie über Frauenfreundschaften geredet wird, gesprochen wird, also wo ich eben mich auf Krakauer beziehe, der die Freundschaften unter Frauen abgewertet hat als bloße Gemütsfreundschaften, in denen sozusagen philosophisch nichts auf dem Spiel stünde, das passiert. Aber ansonsten sind die Freundschafts, also habe ich jetzt nicht versucht, eine essentielle Andersheit für Frauenfreundschaften oder für Menschen, die sich als Frauen sehen, bezeichnen, auffassen, auszuarbeiten, weil das fände ich ein bisschen schwierig. Also das, weil ich habe auch viele männliche Freunde, mit denen ich quasi Frauenfreundschaften führe, und das sind auch sowohl heterosexuelle als auch homosexuelle Männer, und das haut also jetzt in meinem eigenen Freundschaftsgefüge nicht so hin, eine Spezifik für Frauenfreundschaften zu behaupten. Andererseits sind die beiden oder die großen Freundschaftsfiguren, die in diesem Buch vorkommen und für die wahre Freundschaft einstehen, sind alles Frauen. Also diese Figuren sind weiblich. Das ist dann wahrscheinlich doch wieder kein Zufall. Na, und andererseits kann man sagen, es fällt mir auch erst jetzt auf, ist auch erleichternd, weil in dem Moment, wo es als Freundschaft zu bezeichnen ist, Geschlecht dann wirklich keine Rolle mehr spielt bei dir. Also ne, da wird im Grunde keine Unterscheidung getroffen. Also wenn es in die Sphären vorgedrungen ist, das Verhältnis. Kann man das auch so sagen? Ja, wobei es gibt ja dann diese Beobachtung, auf die du auch angespielt hast, der neuen Tendenz zu einer Art von Speedy-Intimität, wo gerade, wenn man jetzt in der Umkleidekabine im Fitnessstudio unter Frauen ist, man miterleben kann, wie sich Frauen und man selbst auch, wie man sich unheimlich schnell öffnet und sich gegenseitig die intimsten Dinge erzählt, ohne sich zu kennen. Und darüber habe ich ja auch nachgedacht, was ist das für ein Bedürfnis, könnte das mit den Schwierigkeiten der Freundschaft anderswo zu tun haben, dass wir alle nur allzu bereit sind, unser Innerstes jemanden auszuschütten, den wir kaum kennen. Könnte es auch damit natürlich, es hat keine Konsequenzen für und es hat keine Leben, Konsequenzen, also und diese Person wird es nicht weitererzählen, weil sie gar nicht verknüpft ist mit deinem Freundeskreis, also ist man in so einer Art Sicherheit. Aber das sind Erlebnisse, die sich natürlich dann doch in den Umkleidekabinen für Frauen abspielen, und dadurch wird es dann schon irgendwie spezifisch. Da war noch eine Frage gerade, glaube ich, oder? Mich hätte eigentlich nur interessiert, was deine Tochter, ob deine Tochter das Buch gelesen hat und ob sie irgendwas dazu gesagt hat, also zu so einem Wandel von dem Freundschaftsbegriff, weil ich in letzter Zeit öfter mit Müttern gesprochen habe, die gesagt haben, dass ihre Töchter, also ich habe es jetzt vor allem mit Müttern und Töchtern gehabt, ihre Töchter ein ganz anderes Verhältnis zu Freundschaft haben, also vor allem auch wegen digitalen Freundschaften und der Pandemie und so weiter. Also meine Tochter hat das Buch nicht nur gelesen, sondern sie kommt auch vor. Und die Passagen, in denen sie vorkommt, in denen im Übrigen auch besagter Hund vorkommt, sind auch von ihr abgesegnet worden. Es gibt auch einen kleinen Hint zu ihren Freundschaftspraktiken. Also es gibt eine Beobachtung, dass sie sozusagen ihren WhatsApp-Call mit ihrer Freundin unbeirrt weiterführt, während ich über bestimmte Enttäuschung meinerseits mit ihr sprechen möchte. Aber klar ist das einerseits denke ich, wenn ich also meine Tochter wird jetzt 16, wenn ich das beobachte, auch wie wichtig die Freundinnen vor allen Dingen und der Freundeskreis für meine Tochter sind, also wie viel wichtiger auch als der Kontakt zu den Eltern. Das ist etwas, das kenne ich selber und erinnere ich selber noch sehr gut, also dass einfach diese Klicken zum Eigentlichen werden, wo man sich ausprobiert, wo man sich anvertraut, wo man Informationen austauscht, sich entwickelt. Ich glaube, meine Tochter gehört schon zu denen, die dann doch einen Unterschied machen zwischen ihren Schulfreundinnen, mit denen sie eben auch analog zusammenhängt, und all den anderen, die ihr meinetwegen auf Instagram folgen. Also ich glaube, da wird schon ein Unterschied gemacht, und mein Eindruck ist auch der, dass diese Schulfreundinnen-Klicken, die Dramen, die sich da abspielen, das wissen wir ja auch noch, sind wie Liebesdramen, also es sind wirklich Beziehungskrisen, wenn da irgendetwas passiert und jemand ausgeschlossen oder
wird oder von, wenn davon ausgegangen wird, jetzt wird hier jemand schlecht behandelt. Aber ich hatte nicht den Eindruck, also sie ist sozusagen noch zu jung, um in dieses instrumentelle Feld wirklich reinzugehen. Also ich denke, natürlich ist es schon auch auf der Schule so, und Schulen werden ja mittlerweile auch so ausgewählt, dass viele Eltern gerade mit einem bürgerlichen Hintergrund dann wollen, dass ihre Kinder schon dann die richtigen freundschaftlichen Kontakte haben, von denen sie irgendwann profitieren können. Also diese Perspektive gibt es. Aber bei meiner Tochter habe ich irgendwie das Gefühl, dass diese instrumentelle Dimension etwas ist, was sie nur aus meinen Erzählungen kennt. Also das spielt noch nicht so eine Rolle, dieses was vom anderen wollen, weiterkommen durch den anderen. Das ist nicht so aus, ja. Hoffe ich jedenfalls. Wir haben hier hinten noch eine Frage. Ich komme zu Ihnen. Erstmal vielen Dank für Ihr Buch. Ich bin sehr gespannt, es selber zu lesen. Ich habe eine Bitte an Sie, und zwar, wenn Sie in einem Satz beschreiben, wirklich in einem Satz, was unterscheidet die Freundschaft von einer Nutzfreundschaft? In einem Satz. Sie haben viel darüber gesprochen, aber ich würde es gerne mal in einem Satz. Naja, der Freundschaftstypus, mit dem ich mich befasse, ist Nutzenfreundschaft mit sowohl instrumentellen als auch affektiven Zug. Darum geht es in dem Buch. Es geht nicht um Freundschaft irgendwie, sondern es geht um einen bestimmten Typus von Freundschaft, in dem sich Zuneigung und Nutzen miteinander verschränken. Ja, vielen Dank auch. Sie sprechen von Fürsorge auf der einen Seite und von Ideologie als zwei Freundschaftsbilder. Was würden Sie der Wichtigkeit von gemeinsamen Erlebnissen, wie würden Sie die einordnen? Und eben, dass man auch das volle Erkennen der anderen Person, das ja auch mit der Dauer einer Freundschaft oft zusammenhängt. Genau, was würden Sie dazu sagen? Ja, ich würde wahrscheinlich eher auch mit Schobin sagen, dass das zentrale Ritual, welches Freundschaft auch immer wieder aktualisiert und beglaubigt, ist meines Erachtens das Gespräch. Das Gespräch auch in einem geschützten Raum. Und der Schobin beschreibt das ganz schön, dass bei diesen Gesprächen unter engen Freundinnen, wo man sich auch was anvertraut, man sich wechselseitig so eine Art Lebenspfand überlässt. Man gibt dem anderen ein Lebenspfand. Und ich glaube schon, ich habe da eine Diskussion mit einer Freundin gehabt, die meinte, aber es gibt doch ganz viele Freundschaften, die eher sprachlos sind und wo es eher so eine Art gutes Gefühl ist, was einen zusammenbringt. Das ist natürlich etwas, was ich jetzt nicht so gut kenne. Also das, was hier in diesem Buch beschrieben wird, und es basiert ja auf meinen eigenen Freundschaftserfahrungen, sind die gesprächszentrierten Freundschaften, und es gibt dann auch Versuche zu beschreiben, wie genau diese Gespräche eigentlich funktionieren und was die einem geben und wieso man so beschwingt und bestärkt aus denen herausgeht und wie man eben dann auch das Risiko eingehen muss, dass vielleicht dann doch etwas, was man der anderen oder dem anderen anvertraut, eventuell weitergesagt wird. Und über diese Möglichkeit des Weitersagens, gerade im Kunstbetrieb, ist das eine ziemlich ausgeprägte Gefahr. Man kann eigentlich fast schon davon ausgehen, dass wenn man einer anderen Kunstbetriebsakteurin etwas ganz im Vertrauen sagt, dass das am nächsten Tag die halbe Welt weiß. Andererseits muss man auch dafür, finde ich, Verständnis haben. Weil ich habe dann auch darüber nachgedacht, warum ist das eigentlich so? Und dann denke ich, ist es so, weil diese Information, die mir der andere anvertraut hat, verschafft mir wiederum einen Informationsvorsprung, von dem ich dann in anderen Kontexten profitieren kann, weil ich weiß mehr als der und kann das dann ausspielen. Isabel,
Ich finde es einfach fantastisch, deine Bücher zu lesen. Und als ich in einer anderen Welt gelesen habe, habe ich mich zugleich ertappt gefühlt, erkannt gefühlt und habe auch bewundert, dass du das überhaupt aussprichst. Und ich habe den Eindruck, Ähnliches geschieht jetzt hier. Und das möchte ich dir einfach spiegeln, weil ich glaube, dass du kriegst zwar vielleicht 1000 Leserbriefe, aber ich möchte es dir einfach auch gerne öffentlich spiegeln. Es hat mich sehr beeindruckt. Und was mich besonders beeindruckt, ist ja deine wunderschöne Sprache. Und deswegen vielen Dank. Sehr nett. Vielen Dank, Andrea. Das ist eigentlich ein ganz schöner Schluss. Ja, ne? Dachte ich auch so. Ja. Kann ich übrigens unterschreiben. Ja.